Hallo und herzlich Hi. willkommen bei den Dice Brothers. Heute mal wieder mit dem Yogi und. Dem Dan. Ja, und es ist noch gar nicht so lange her. Da wurde das Spiel, der Preis des Spiel des Jahres und der Preis des Kennerspiel des Jahres verliehen. Ja. Und sind wir zufrieden? Boah, ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch Ich zufrieden. kann mich nicht beschweren. Ich fand auch, also manche haben ja kritisiert, das Spiel des Jahres wäre zu wenig Spiel. Das ich nicht so. Sehe ich auch nicht Also so. ich muss ganz ehrlich sagen, ne, es ist halt, ja klar, es ist halt quasi ein Riesenwimmelbild, aber man hat Aufgaben dabei. Insofern Spielcharakter ist für mich gegeben. Alles gut. Ich Ich bin super zufrieden. glaub ja sogar, dass das ein neues Genre aufgemacht hat. Da wird, da, ich meine, das zweite ist ja sowieso angekündigt, aber ich glaube, auf Dauer werden da noch viel, viel mehr Spiele kommen, die sowas in der Art machen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil das so erfolgreich war und wo Erfolg ist, ich meine, ist ja auch gut, wenn man daran Spaß hat, ne? Das hat ja eine Resonanz gefunden, das riesig groß war und dann finde ich es auch geil, wenn es da mehr von gibt. Aber bevor ihr euch jetzt fragt, warum labern die eigentlich über das Spiel des Jahres, im Thumb war doch was ganz anderes zu sehen. Ist richtig, aber wir wollten es erwähnen, weil über das Kennerspiel des Jahres werden wir uns jetzt noch viel mehr unterhalten. Genau, da kommt nämlich unser neues vorgestellt. Yeah! Und natürlich, ihr wisst es, erstmal aus dem Thumb natürlich, aber die Leute verfolgen es ja auch ein bisschen. Das Kennerspiel des Jahres heißt dieses Jahr Paleo. Und Paleo, ein kooperatives Spiel, wo wir zusammen einen Steinzeit-Clan steuern. Jeder so eine kleine Gruppe eines Clans. Und wir müssen uns halt so gegenseitig unterstützen und ja, Abenteuer leben, Gegend erkunden und überleben. Ne? Bevor wir aber zur Erklärung des Spiels kommen, machen wir wie immer ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten mit euch. Paleo, Hans im Glück Verlag, hat es herausgebracht. Im Vertrieb ist es tatsächlich bei Asmodee. Und es ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler. Geht über 45 bis 60 Minuten laut Packung, wo ich auch zustimmen Ja, kann. passt. Und es ist ab 10 Jahren. Genau. Autor, müssen wir auch sagen, ist hier der, steht so vorne drauf, doch, ja, Peter Rustemeyer. Und Man hätte es von der Verleihung noch im Kopf haben klar, hätte man, aber ich lese gern ab. Das kennt ihr auch von mir. Und dann habe ich immer nicht von der Packung abgelesen hier. Also sowas ist, Namen sind, naja, egal, lassen wir das. Auf jeden Fall, ja, heißt du nochmal? kommen wir zurück zu Paleo. Ja, gefällt mir natürlich als Kennerspiel des Jahres außerordentlich gut, weil ich, das habe ich ja schon mal so das eine oder andere Mal erwähnt, im Moment sehr auf dem Trip bin, kooperative Spiele zu spielen. Und ja, fällt mir natürlich quasi in den Schoß und musste natürlich auch sofort nochmal auf den Tisch. So mehr oder weniger erfolgreich zum Teil. Ne? Also wir haben auch Partien gewonnen, aber wir haben auch uns manchmal gefragt, wie soll das denn gehen? Also wir haben auch schon ordentlich ein bisschen auf die Nüsse bekommen hier von dem Spiel, muss man wirklich sagen. Ja, wobei ich sehr schön finde, dass tatsächlich in der Spielanleitung, und apropos Spielanleitung, die wird ja von diversen Seiten massiv kritisiert. Ich persönlich finde sie gar nicht so schlimm, wie sie zerrissen wird. Also ja, sie hat ihre Schwächen, aber also es soll ja in der zweiten Edition besser geworden sein oder in der zweiten Auflage. Wir haben tatsächlich noch hier die Erstversion stehen. Aber selbst da finde ich die Anleitung nicht so schlimm, dass das Spiel da irgendwie drüber zerrissen werden müsste. Aber wo ich darauf hinaus wollte, in der Anleitung sind halt für die verschiedenen Szenarien dann auch angegeben, quasi wie der Schwierigkeitsgrad ist. Und hinterher kann man halt, wenn man das Spiel dann irgendwann mal durch hat, die vorgeschlagenen Szenarien gespielt hat und so weiter, kann man sich quasi das Deck selber zusammensetzen. Und da sind dann tatsächlich Vorschläge, was halt einen härteren Schwierigkeitsgrad bietet und was halt einen leichteren Schwierigkeitsgrad bietet. Also das finde ich schon ziemlich cool gemacht. Ja, finde ich auch. Was mir auch gut gefällt ist, was ja viele Spiele, auch die kooperativ sind, ja haben, alle haben einen Kampagnenmodus. Sehr häufig zumindest. Und man spielt das dann so, die Geschichte so nach. Das ist hier nicht. Das ist eher modular, wie der Daniel jetzt gerade schon sagte. Ne, man kann es das zusammenpacken, sein Szenario, und dann spielt man das einfach. Man kann den Schwierigkeitsgrad dadurch steuern. Aber das gefällt mir gut, dass es eben modular ist und eben nicht kampagnenmäßig. Man kann einfach sagen, heute spielen wir mal eine schwere Partie und packen uns das so zusammen, wie uns das gefällt.
das finde ich halt stark. So, dass es einfach auch als One-Shot, wie man so schön sagt, einfach zu spielen ist. Ne? Aber jetzt haben wir sehr viel darüber geredet. Vielleicht sollten wir euch auch mal ein bisschen was zeigen von dem Spiel. Machen wir jetzt einfach. Ein bisschen auch die Regeln ein bisschen beibringen und ja, so weiter. Zeigen wie wir das mal. Packen wir das hier mal so ein bisschen aus. Da ist natürlich jetzt eine Menge Krempel drin. Wir können ja zum Beispiel mal dieses schöne Entwicklungsrack uns angucken. Ich lege es jetzt mal in die Kamera. Normalerweise steht es halt. Ich mache es mal ein bisschen schräg. Das ist so ein bisschen quasi der Shop, ne? Da kann man Sachen, die entwickelt sind, später dann kaufen, ne, so ein bisschen. Oder herstellen, besser gesagt. Kaufen ist ja jetzt in der Urzeit jetzt vielleicht ein bisschen gestrunzt, ne? Aber ne? Zielspiel ist es halt immer, das kann man mal hier so, vielleicht sagen wir halt mal in die Kamera. Zielspiel ist es halt, diese, wo kann man sie jetzt schön sehen? Ich zeige mal drauf, hier diese Wandmalerei zusammen zu bekommen. Die besteht aus 5 Teilen. Wenn wir die 5 Teile zusammen haben, haben wir das Spiel sofort gewonnen. Schlecht ist, wenn, das seht ihr in der Zeile darunter, da sind so 5 Totenkopf oder Totenschädel, Neandertalerfelder. Wenn die voll belegt sind, dann haben wir verloren. Wann kommen da diese Dinger drauf? Die können durch verschiedenste Effekte kommen und natürlich auch, wenn uns Stammesmitglieder versterben oder verschollen gehen auf unseren Abenteuern hier. Ne? Genau. Jeder von uns hat halt immer eine gewisse Anzahl von Stammesmitgliedern, die er halt so als Trupp irgendwo hinführt, die halt als Trupp zusammen agieren. Und die haben halt eine gewisse Lebenspunktanzahl und sobald halt eines dieser Stammesmitglieder durch halt irgendwelche Kämpfe etc. so verletzt wird, dass halt der letzte Lebenspunkt verloren geht, dann stirbt derjenige halt und dann kommt halt tatsächlich so ein Totenkopf darauf. Genau, ich zeige euch mal so ein bisschen, ne? Und im Prinzip geht es dann darum, in dem gesamten Spiel werden halt dauernd neue Aufgabenkarten, also jeder zieht 3 Karten und muss sich dann für eine entscheiden. Allerdings hier sie verdeckt. Man sieht halt nur die Rückseiten der Karten und kann nur ungefähr mutmaßen, was da auf einen zukommt. Also es wird vorher gesagt, ziehst eine Waldkarte, da findet man natürliche Ressource Holz drin, aber vielleicht auch einen Höhlenbär oder irgendwie sowas. Das kann halt auch passieren. Oder im Gebirge, ne, da findet man natürlich Steine zum Bauen von Werkzeugen, aber halt vielleicht auch irgendwelche nicht so freundlichen Bewohner des Gebirges oder andere Gefahren. So, und man muss sich halt überlegen, man zieht 3 Karten von seinem Nachziehstapel und muss sich verdeckt für eine der Karten entscheiden. Das macht jeder Spieler und dann werden die Karten, wenn sich alle entschieden haben, umgedreht. Und dann sieht man halt, ob man entweder eine Gefahrenkarte hat, die dann bewältigt werden muss, oder ob man halt so eine Art Aufgabenkarte bekommt, ja, wo man natürlich neue Dinge schaffen kann. Ne? Also ich zeige jetzt hier mal so, ich kann hier mal so 2 Karten hier mal so reinhalten. Hier, guck mal, kann man mal zeigen. Ich habe euch auch mal die Höhlenmalerei. Hier ist so eine Gefahrenkarte. Mal die Höhlenmalerei und die Totenköpfe aufgebaut quasi, dass ihr die sehen könnt. Und hier. Da sieht man das so ein bisschen. Halt, ne? Das Rote ist halt eine Gefahrenkarte. Dieser einsame Wolf ist natürlich nicht dein Freund. Ne? Den muss man dann bekämpfen. Und dafür sind dann bestimmte Voraussetzungen notwendig, die stehen dann immer davor. Das, natürlich kann nicht jeder immer jede Voraussetzung erfüllen. Man hat so Stammesmitglieder, das sind alle Spezialisten. Das sind Jäger, das sind Sammler, das sind, weiß ich nicht, Medizinmänner, weiß ich jetzt gar nicht, was da so gibt, Entdecker, Kundschafter. Und die können halt verschiedene Sachen. Und man kann, wenn man auf seiner Karte die Option hat, anderen helfen zu dürfen, das wäre jetzt zum Beispiel, ich zeige es jetzt hier mal hier auf diese helfende Hand, dann kann man auch sagen, ich löse meine Aufgabe gar nicht, sondern ich helfe mit meinen Stammesmitgliedern, meinem Mitspieler, seine Aufgabe zu erfüllen. Das kann man machen. Allerdings auch nur, wenn man tatsächlich halt dieses Symbol darunter stehen hat. Hier sehen wir mal so einen Stammesmitglied wie einen Jäger, ne, und da sieht man halt, der bringt halt so eine Pfeilspitze links unten in der Ecke zu sehen, ne, mit die einem zum Aufgaben erfüllen hilft. Kriegerin hat zum Beispiel auch eine Pfeilspitze. Es gibt aber auch halt Handwerker, die euch halt dann beim Bau helfen. Oder halt Sammler, die besonders gut erkunden können. Gibt es ja verschiedene. Und das ist halt, und dann, wie gesagt, wenn man helfen kann, dann hilft man seinen Leuten,
kann man natürlich auch ein bisschen drauf spekulieren, weil bei bestimmten Karten ist das Helfensymbol halt öfter drin, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt dringendst Nahrung, weil am Ende des Tages, wenn alle durch sind, müssen die ganzen Stammmitglieder nicht versorgt werden, die müssen ja auch was essen. Ne? Und wenn wir das nicht schaffen, dann sammeln wir nämlich auch Totenköpfe ein. Deswegen, es sind mehrere Baustellen, die man hier aufmacht und im Endeffekt, ja, geht es immer darum, wer löst welche Aufgabe, wer hilft wem und schaffen wir es am Ende des Tages quasi, wenn der Tag ist dann beendet, wenn alle Karten aus seinem Nazi-Stapel weg sind, da stellt quasi Zeitlimit da, den Tag da, wenn der Tag durch ist, können wir unsere Leute versorgen. Nahrung ist ein gutes Stichwort. Ich persönlich bin ja immer ein sehr großer Freund von Holzbestandteilen in so einem Spiel. Ich finde einfach, Holz macht unheimlich was her als Werkstoff quasi für die Komponenten. Und auch hier haben wir wieder ganz viele Ressourcen, die halt in Holz quasi gefertigt sind. Das sind halt die Nahrungsstücke, das ist halt tatsächlich Holz als Ressource. Das hier sind halt Steine als Ressource und ich halte euch einfach mal die Hand hin. Da sind halt schon eine Menge Ressourcen bei. Das ist jetzt nur ein Bruchteil. Also, das ist schon ganz cool. Also, da kann man nichts sagen. Das Material ist schon top. Allerdings muss man sagen, hier dieser Entwicklungsshop, der hat so 2-3 Sollbruchstellen, glaube ich. Das ist, aber es ist halt Pappe. Aber es sieht trotzdem toll aus. Und wenn es einmal zusammengesteckt ist, es gibt sogar eine Anleitung, wie man das in die Schachtel zurücklegt, ohne dass man es wieder auseinanderbauen muss. Das finde ich gar nicht schlecht. Die Karten haben eine gute Qualität. Das ist dicke Pappe hier, die Marker. Da geht auch nicht schief. Allerdings bei der Kartengröße, ich bin jemand, muss ich sagen, der sleeft seine Karten gerne in solchen Spielen. Vor allem, wenn die oft gemischt werden. Was bei den Karten nicht so problematisch ist, weil die einen weißen Rand haben, aber ich sleeve halt gerne. Aber es ist natürlich wieder irgendwie so eine Sondergröße, wo man nicht so einfach Sleeve findet. Aber das sehe ich persönlich so, da finde ich es cool, wenn man da mehr so auf Standardgrößen gehen würde. Aber gut, das ist aber Kritik auf sehr hohem Niveau, muss ich sagen. Was ich persönlich noch sehr schön finde, ist halt diese Symbole, die ihr hier auf den Helferleinkarten quasi gesehen habt, auf den Stammeskarten, die finden sich halt dann auch in dem Equipment, was man finden oder herstellen kann, halt wieder. Na, so ein Stein hilft halt dann bei Produktion und kann dann halt hier als Produktionssymbol mitgenutzt werden. Oder halt, wenn ich mir so ein Speer gebaut habe, habe ich halt das Kampfkraftsymbol da drauf oder das Kampfaktionssymbol. Das ist halt ganz cool gemacht. Ne? Dann hier so ein Seil zum Beispiel kann ich halt dann als verschiedene Optionen verwenden. Oder eine Fackel, die hilft halt beim Suchen. Also alles auch immer sehr thematisch dargestellt, was mir halt persönlich sehr gut gefällt, dass das halt schon alles auch thematisch durchdacht ist. Und also ich finde, das macht auch den Spielreiz zu einem großen Teil aus, dass man sich halt thematisch voll reingezogen fühlt. Also das ist ja nicht immer so. Aber hier ist jetzt nicht irgendwie ein aufgesetztes Thema oder so vorhanden, sondern ich finde, das ist halt tatsächlich richtig gut umgesetzt, dass man halt auch beim Spielen der Karten, beim Nutzen der Gegenstände und so weiter halt immer das Gefühl hat, ja, das passt, das ist rund. Ja, das muss ich auch sagen. Ne? Es ist, ich mag auch diesen Aspekt des Abschätzens, Entdeckens, was passiert jetzt, wenn ich in den Wald gehe. Ich habe ja gesagt, man zieht drei Karten verdeckt, man sieht die Rückseiten, Wald, Gebirge und Gefahrenkarte. Was nehme ich jetzt? Was ist sinnvoll? Ich muss helfen. Hoffentlich ist es dann auch eine Hilfekarte und eben kein Tier oder sowas. Das finde ich sehr spannend. Was noch zu ergänzen ist, was das Spiel natürlich auch noch schwerer macht, klar, müssen alle versorgt werden, aber es werden auch noch so Ereigniskarten ausgelegt. Denn am Ende des Tages müssen nicht immer nur alle versorgt werden, sondern wir müssen auch noch bestimmte Ressourcen immer wieder vorhalten. Also es gibt so Ereignisse, da sagst du, du musst am Ende des Tages immer 4 Holz abgeben oder irgendwie sowas. Das heißt, man muss auch noch zusätzliche Ressourcen sammeln für die Erstellung dieser Aufgaben. Wenn man das nämlich nicht schafft, ihr könnt es raten, bekommt man so einen Totenkopf. Und Totenköpfe loszuwerden ist unglaublich schwer. Es gibt ein paar Karten, die machen das, aber daran zu kommen, erfordert auch sehr viel Aufwand. Ja. Tatsächlich. Also Totenköpfe wieder loswerden ist schwierig. Teuer. Ah, ist teuer. Ansonsten, was halt auch dafür spricht für dieses Spiel,
jetzt mal aus unserer Sicht gesehen, das spricht halt viel für dieses Spiel, sonst wäre es ja auch nicht Kennerspiel des Jahres geworden. Aber, also es waren ja drei Nominierte am Ende dann in der engeren Auswahl, nämlich Lost Ruins of Anak, also Verlorene Ruinen von Anak, Fantastische Reiche und Paleo. Wir haben sie tatsächlich alle drei gespielt. Paleo ist witzigerweise bei uns das letzte davon gewesen, was wir gespielt haben. Also wir haben ja. Die Verlorenen Ruinen von Anak und Fantastische Reiche deutlich früher gespielt. Und nachdem wir das erste Mal gespielt haben, haben wir schon gesagt, boah, ganz heißer Kandidat, dass das auch tatsächlich das Kennerspiel des Jahres wird. Also da waren wir definitiv uns ziemlich schnell relativ einig, dass das schon ein Brecher ist und dass die anderen da schon eine starke Konkurrenz bekommen haben. Ohne, dass ich jetzt sagen will, die anderen Spiele hätten es nicht genauso verdient, denn also auch Fantastische Reiche und die Verlorenen Ruinen von Anak finde ich fantastische Spiele. Fantastisch. Aber das ist ja noch ein anderes Thema. Vergleichbar sind sie... Nee, ist überhaupt nicht vergleichbar. Kann man nicht vergleichen. Deswegen. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, vergleichbar, dann würde ich eher sagen, so ein bisschen vergleichbar Richtung Robinson Crusoe. Tatsächlich. Ja, da wäre ich gleich noch drauf gekommen. Aber im Großen und Ganzen haben wir zumindest jetzt mal so grob umrissen, worum es geht. Und ich muss sagen, dadurch, dass man das modular bauen kann, und ich habe es ja eben schon hier, so, man sieht das so ein bisschen, da gibt es sogar eine Anleitung, welches Kartenset kommt. Und die kann man sich dann halt zusammenpacken und dann kriegt man halt dann verschiedene, ja, packt man die verschiedenen Module zusammen und dadurch kommt halt so ein verschiedener oder immer anderer Schwierigkeitsgrad zusammen. Sehr stark. Hat wirklich sehr viel Bock gemacht. Ich finde auch dieses Artwork irgendwie sehr stimmig. Ne, am Anfang, als ich da hinten auf die Schachtel geguckt habe, habe ich gesagt, sieht ja auch sehr bruchstückhaft aus. Man kriegt so drei so Tableaus. Ne, das eine haben wir jetzt gerade schon gezeigt. Das ist das Tableau. Das andere ist nur für einen Ablagestapel da. Ne? Und das dritte hier, das sind auch Nachziehstapel von bestimmten Sachen. Also mehr ist das eigentlich gar nicht. Ne? Aber trotzdem kommt da tatsächlich ernsthaft gute Stimmung bei auf. Das kann ich nicht anders sagen. Ja. Also für mich auch ganz klar nicht unverdient Kennerspiel des Jahres. Ja. Jetzt muss man sagen, natürlich, ich muss immer auf die Anleitung hineingehen, ne, oder darauf eingehen hier. Die Anleitung, ja, wurde hart kritisiert. Jetzt muss man natürlich auch sagen, da steht draußen drauf dem Spiel 2 bis 4 Spieler. Der erste Satz, der in der Anleitung kommt, Achtung, wir raten dringend dazu, das erste Spiel nicht zu 4 zu spielen. Das finde ich natürlich, wenn man jetzt im Laden steht und sich ein Spiel kauft und sagt, oh, für unsere Spielerunde, wir sind 4 Leute, holen wir uns Paleo, und dann ist der erste Satz, bespielt bitte nicht zu 4. Halte ich für suboptimal. Aber das ist auch, wir jammern jetzt schon, das wäre jetzt Kritik auf hohem Niveau, weil das Spiel ist wirklich top sonst. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, wir haben uns dann halt auch lange gefragt, warum? Jetzt sind wir auch viel Spieler, aber es ist ja auch, dadurch ist es ja auch Kennerspiel des Jahres geworden. Es ist ja auch kein Spiel, was sich an absolute Neueinsteiger richtet, normalerweise. Insofern, ich sag mal, jeder, der schon das ein oder andere Kennerspiel gespielt hat, der kommt auch zu 4 von Anfang an in meinen Augen damit klar. Also, wo es halt so ein bisschen drum geht, man hat halt so einen eingeschränkten Kartenstapel, der wird natürlich auf die Spieleranzahl verteilt, und wenn man mit 4 Spielern spielt, ist natürlich der Stapel von jedem einzelnen Spieler schneller durch. Ja, das wird der Grund halt sein. Ja. Deutlich weniger Aktionen. Ja. Aber dann verliert man halt die ersten 2 Partien mal und kriegt halt einen auf die Moppe und dann spielt man halt die dritte. Ja gut, aber da würde ich sogar entgegenhalten, naja, verliert man die ersten beiden Partien, aber es gibt Leute, die haben gar nicht so eine hohe Toleranz, was sowas angeht. Und dann hast du nämlich Leute, die dann, sag mal, dann kauft sich das jemand und sagt, ja, wir wollen mal ein bisschen was Anspruchsvolleres spielen und verliert jedes Mal, dann gibt es Leute, die verlieren Lust. Die haben halt nicht so eine hohe Schmerzgrenze, was Verlieren angeht. Ist schon richtig, so. Aber ich würde dann trotzdem nicht in die Anleitung schreiben, man spielt am besten nicht mit 4 Spielern, wenn ich 2 bis 4 vorne drauf schreibe. Aber es ist zumindest vielleicht ein bisschen, ja, gut. Ja, das ist halt ein bisschen problematisch, finde ich halt auch, muss ich sagen. Ja, ansonsten, wie gesagt, das Kennerspiel des Jahres. Es ist, wir haben Partien verloren, muss man tatsächlich dazu sagen. Vor allen Dingen am Anfang passiert das natürlich so ein bisschen, wenn man die Module auch noch nicht so kennt. Da weiß man ja auch noch nicht, was auf einen zukommt. Das wäre jetzt so eine Vermutung von mir. Die Frage ist halt, was passiert, wenn man die Module besser kennt? Ist man da besser vorbereitet? Schafft man das dann einfacher, weil man weiß, was kommt? Das wird sich zeigen. Kann ich nicht sagen. So weit sind wir nicht. So oft haben wir es dann doch nicht gespielt, dass wir das jetzt schon sagen können.
die Gefahr besteht vielleicht ein bisschen, aber das ist ja schon eine Erweiterung, eine große Erweiterung angekündigt, eine kleine Erweiterung. Also ich glaube, da ist für Nachschub sowas von gesorgt. Das wird nicht so schnell langweilig. Wobei da ja auch im Grundspiel schon eine ordentliche Anzahl an Modulen drin sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es tatsächlich sind, müssen wir jetzt nachgucken. Ja. Aber da ist schon viel Variabilität drin im Grundspiel. Aber ich glaube trotz allem, wenn man es noch härter möchte, in diesem Abenteuer-Survival-Modus, dann sollte man weitergehen, vielleicht zu Robinson Crusoe, denn das ist ja nochmal eine Nummer härter, wo wir das eben schon mal erwähnt haben. Ich glaube, das ist dann wirklich für den Experten eher. Aber für den Kennerbereich ist das wirklich ein top kooperatives Spiel, was ich auch wirklich, wirklich guten Gewissens empfehlen kann. Und auch zu Recht, und das sage ich jetzt nochmal, diesen Preis gewonnen hat. Und man muss auch sagen, dass da wieder Preis-Leistung absolut stimmt. Ne? Also das Spiel kostet so knappe 40 Euro im Angebot, ne? Bei dem einen oder anderen Shop, den wir jetzt nicht erwähnen wollen, bestimmt mal für 35 oder vielleicht ein bisschen weniger zu schießen. Absolut super. Ne? Ja, also sein Geld absolut wert. Also wer Lust hat, auf Steinzeitabenteuer Mammuts zu jagen, Säbelzahntigern auszuweichen und sich neue Werkzeuge zu bauen aus Stein und Holz, der ist bei Paleo einfach richtig. Muss man einfach mal sagen. War ein gutes Schlusswort. Denke ich auch. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und gerne auch, wenn es euch richtig gut gefallen hat, das Abo mit der Glocke. Genau. Damit ihr auch keine weiteren Videos verpasst. Richtig. Und falls ihr aber was dazu zu sagen habt, vielleicht anderer Meinung seid als wir oder vielleicht auch schon so oft gespielt habt, dass ihr zu diesen Sachen mit den Modulen mehr sagen könnt, dann schreibt es uns einfach mal in die Kommentare. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr sagt, ja, ihr habt vollkommen recht, sehen wir ganz genauso. Nehme ich auch gerne den Kommentar. Ne? Oder wenn ihr völlig anderer Meinung seid, bitte, bitte. Klar, da sprechen wir gerne mit euch drüber. Haut einfach alles raus, was euch dazu einfällt. Und was er schon gesagt hat, na klar, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo da lassen. Ja, das war ein gutes Stichwort und Schlusswort. Dann danke ich, dass ihr bis dahin dabei geblieben seid und würde uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir euch das nächste Spiel hier vorstellen. Also, haut bis rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.